Wir starten direkt in diese Partie. Der FC Gütersloh in Grün, der TuS Bövinghausen mit Weltmeister Kevin Großkreuz in Rot-Weiß. 6. Minute, Foul von Yannick Engen an Ilkay Aygan. Der anschließende Freistoß, getreten von Elias Annan. Torwart Jano Peters klärt zunächst in die Füße von Nico Thier. Das ist Miguel Schmeling, der hat das Auge für den tiefstehenden Großkreuz und vorm Pfosten steht Maurice René H. 1:0 für die Gäste. Zweiter Treffer auf dem Konto des 27-Jährigen, die Vorarbeit mit der One-Touch-Flanke von Kevin Großkreuz. 2 Minuten später Kapitän Tim Mahnstein mit der Ecke auf den Kopf von Lars Beugmann. Ausgleich nach 120 Sekunden. Wieder eine Standardsituation und wieder trifft ein Innenverteidiger. Beugmann setzt sich gleich gegen 3 Bövinghauser Verteidiger durch. Beugmann auch hier wieder am Ball mit der langen Flanke auf Alan Dantas. Joshua Mross umkurvt und dann ist es Dino Czaforowski, der den Ball in letzter Sekunde aus dem Fünfer haut. Die 891 Zuschauerinnen und Zuschauer im Heidewald erleben eine intensive Anfangsphase und Konter des FCG über Kevin Freiberger. Das ist Nico Buckmeier. Auf der rechten Seite ist Platz für Markus Esko. Der ist etwas zu schnell für Dantas. Dantas behält aber trotzdem die Kontrolle. Großkreuz und Aygan verhindern die Flanke nicht. Schmeling kriegt ihn nicht unter Kontrolle und Esko versucht es dann mal aus 12 Metern. So ein Stück hat noch gefehlt, sagt Teamkollege Freiberger. Gerade mal eine Viertelstunde gespielt. Abstoß Bövinghausen. Und der Kompost wenden zurück in die Beine von Nico Buckmeier. Einmal vorgelegt, einmal getunnelt. 2:1. Da fehlt der gesamten Bövinghauser Hintermannschaft die Sortierung, so frei wie sich Buckmeier dadurch die Reihen vom TuS bewegen kann. 5 Minuten später, Buckmeier wieder auf dem Weg in Richtung Tor der Rot-Weißen. Ähnliche Situation wie vorhin. Freiberger am Ball und dann ist es Dantas, der nicht genügend Druck auf den Ball bekommt. Alan Dantas ist hier beim FCG der Elfmeter-Experte. 3 gab es bisher, alle 3 hat er verwandelt. Das Offensivspiel des TuS findet zunächst gar nicht statt. Auf 22 Tore in 9 Spielen deutet in der ersten halben Stunde gar nichts hin. Aber vielleicht mal jetzt mit Elias Annan. Der Abschluss zu ungefährlich für Jano Peters. Der FC Gütersloh zuletzt mit 2 Niederlagen, aber heute mit Machermentalität. Markus Esko verliert erst den Ball an Schmeling, holt ihn sich aber gleich mal wieder und marschiert. Tolle Kombination mit Alan Dantas und dann fehlen nur wenige Zentimeter zum 3:1. Seit Juli stürmt Esko für den FCG. Bilanz, ein Pokaltor gegen den Holzwickeder SC. 5 Minuten vor der Halbzeitpause. Gütersloh weiterhin der Taktgeber in dieser Partie. Enning auf Dantas. Dantas auf Enning. Der legt für Freiberger auf und Freiberger sieht Buckmeier. So sieht Frustbewältigung nach 5 Gegentoren in den letzten 2 Spielen aus. Freiberger mit dem Auge für den perfekten Laufweg von Buckmeier für die Bövinghauser Hintermannschaft nichts zu machen. 4 Tore in der ersten Hälfte, das ist der Fußball, den wir sehen wollen. Und den gibt's bei KickTV rund um die Uhr bei YouTube. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wir sind in Hälfte 2. Ecke Großkreuz und Keni Uzun beinahe mit dem Anschlusstreffer. Ganz geschlagen geben will sich der Tabellenführer hier noch nicht. Jetzt aber erstmal der Tabellenneunte, Einwurf Freiberger. Das ist André Gording und Mross. Platzierter Schuss, aber Hauptsache die Frisur ist platzierter. 61. Minute, Gütersloh weiterhin auf Kurs, 4. Tor. Dantas im Duell mit dem eingewechselten Mats Bremer. Der Abschluss ungefährlich für Bövinghausen. Dantas seit dem letzten Winter im Verein, die linke Seite ist sein Revier. Wir springen in die 85. Minute. Der Ball seit langem mal wieder im Gütersloher Strafraum. Der eingewechselte Nils Köhler mit der Flanke auf Alan Dantas. Der hat den Blick für Kevin Freiberger. Freiberger alleine vorm Tor, 4:1. Die Vorlage in den Rücken von Bremer.
Der heranrauschende Haar kann mit seiner Grätsche nichts ausrichten. Kurz vor Schluss kommt es noch zu einer Rudelbildung. Der Gütersloher Torwarttrainer sieht die rote Karte. Ein Ordner wird im Anschluss suspendiert, weil er auf der Tribüne Tim Mahnsteins Opa angegangen ist. Ursprung war ein Foul an Tim Mahnstein, bei dem er sich diese Platzwunde zuzog. Unschöne Bilder am Ende eines tollen Fußballspiels. Wir hören die Akteure. Wie gesagt, dann kriegst du relativ schnell, ich weiß nicht genau, wann es war, 5. Minute, liegst du dann schon 1-0 hinten. Ist natürlich eigentlich ein Nackenschlag. Richtig gut, dass wir so schnell zurückkommen und selber durch den Standard dann das 1-1 machen und ausgleichen können. Ja, und dann natürlich super. Ich war erste Szene von mir, das Tor habe ich jetzt nicht ganz genau so in der Entstehung vor Augen, aber der Ball liegt auf einmal da im 16er und brauchte ihn nur noch reinschieben. Zweite Aktion, das 3-1, guter Konter, der Ball, Kevin Freiberger legt den super quer, braucht ihn auch nur noch reindrücken. Ja, super Gefühl heute, ich glaube, wir sind einfach unfassbar stolz, Tabellenführer heute geschlagen zu haben. Das ist nämlich genau die Region, wo wir hinwollen. Die letzten Wochen waren leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich glaube, heute haben wir einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja. Ich glaube, hier steckt schon was hinter in Gütersloh und die standen unter Druck und wir sind immer noch, glaube ich, 7 vor, auch wenn sie ein Spiel weniger haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Die waren der Favorit, sind in der ganzen Saison der Favorit. Was die hier ausgegeben haben am Kader, da musste eigentlich schon hoch. Und deswegen sind wir hier auf jeden Fall nicht der Favorit gewesen. Wir sind selbst schuld, das muss man sagen. Wir gehen früh in Führung, machen doofe Fehler. Gütersloh nutzt das dann auch gut aus. Und wir sind einfach, waren nicht konsequent genug hinten. Und deswegen haben wir auch dumme Gegentore bekommen und als Mannschaft nicht gut verteidigt. Bövinghausen weiterhin Tabellenführer, die empfangen nächste Woche Viktoria Klarholz und Gütersloh spielt gegen den ersten FC Gievenbeck.